du das Wort. Hallo, grüß Sie. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren und interessierte Zuschauer. Zunächst möchte ich ein Riesenkompliment aussprechen zu dieser Aktuellen Stunde. Ich merke, es wird ganz still, ganz links. Natürlich nicht der Linkspartei, sondern der Bundesregierung. Ich habe selten eine große Anfrage erlebt, die mit einer solchen Akribie über 100 Fragen auf über 250 Seiten äußerst sorgfältig bearbeitet hat. Dazu Riesenkompliment. Und ich will das auch ausführen. Was uns heute hier präsentiert wurde, liebe Kollegin Höger, war ein verzerrender Ausschnitt aus diesen 260 Seiten. Und das Bedauernde ist, dass Sie den Eindruck vermitteln, dass wir hier, wie soll ich sagen, Kriege unterstützen. Dabei geht es um etwas völlig anderes. Herr Kollege, lassen Sie eine Zwischenfrage zu. Seit wann werden denn bei Aktuellen Stunden Zwischenfragen zugelassen? Ja? Dann können wir gerne eine Zwischenfrage machen, wenn ich meinen Gedanken zu Ende geführt habe. Gerne. Aber kommen Sie, Frau Höger, stellen Sie die Frage, denn dann wollen Sie vielleicht auch wissen, was ich gleich sage. Na. Ja, vielen Dank, Herr Kiesewetter. Sie haben gesagt, die Bundesregierung hätte akribisch die Folgen ihrer Kriege untersucht. Was halten Sie denn von der Antwort bei der Frage nach zivilen Opfern, wenn da steht, die Bundesregierung führt keine eigenen quantitativen Studien und Statistiken zu Opfern, in denen die Länder, in denen die Bundeswehr nicht beteiligt sind? Sie hat aber auch nicht versucht, wissenschaftliche Untersuchungen in Auftrag zu geben oder anderweitig abzufragen. Und so geht das in der Studie immer weiter. Zu Irak und Afghanistan keine eigenen Erkenntnisse zu indirekten Opfern von den Kriegsfolgen. Also keine Opfer werden gezählt, keine zerstörten Häuser werden gezählt, keine zerstörte Infrastruktur. Nichts darüber ist in der Antwort zu dieser großen Anfrage enthalten. Ich denke, Frau Kollegin Höger, dass Ihr Ansatz irreführend ist. Es sind nicht die Kriege der Bundesregierung. Es geht hier um internationale Einsätze, die die Bundesregierung zum Teil nicht zu verantworten hat. Wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass der Krieg im Irak 2003 völkerrechtswidrig war. Sondern es geht um etwas anderes. Es geht darum, dass die Bundesrepublik Deutschland Verantwortung übernimmt und in dieser Region sehr stark sich engagiert im Wiederaufbau, aber auch in der humanitären Hilfe und ganz besonders, und das hat mich sehr beeindruckt, wenn Sie um die Fragen 40 und um die Fragen 100 schauen, und kümmert sich die Bundesregierung intensiv um die Unterstützung traumatisierter Frauen, traumatisierter Kinder. Und das sogar in Afghanistan. Allein in Afghanistan werden für rund 20 Projekte 177 Millionen Euro der Bundesregierung ausgegeben, die wir hier auch bewilligt haben, um das humanitäre Leid gerade von Frauen und Kindern, den schwächsten Opfern eines Krieges, zu lindern. Und in Pakistan sind wahrlich keine deutschen Soldaten im Einsatz. Gleiches gilt für den humanitären Ansatz der Bundesregierung, den übergreifenden in Afghanistan, wo intensiv in Schulen, in Krankenhäuser, in Infrastruktur investiert wird. Und ich will Ihnen nicht auflisten, wie es im Jahr 2000 in Afghanistan aussah und was mit viel militärischer Absicherung und noch mehr Unterstützung in der Entwicklungszusammenarbeit dort erreicht wurde. Ich will Ihnen aber eines verdeutlichen. Und ich möchte, dass das noch auf die Frage angerichtet wird. Gerade im Irak hat das Wirken der Bundesregierung dazu beigetragen, dass die Peschmerga unterstützt werden, weil sie im Norden des Irak über 1,8 Millionen Flüchtlinge, Männer und Frauen, insbesondere Frauen und Kinder, aufgenommen haben. Und dieser humanitäre Schutz, der nicht gewährleistet wäre, wenn die Peschmerga dort nicht geholfen hätten, sie nicht militärisch unterstützt worden wären, nicht in der Lage gewesen wären, den IS zu bekämpfen. Dieser humanitäre Schutz ist eine wesentliche Leistung, den die Bundesrepublik Deutschland zusammen mit Partnern übernommen hat. Und deswegen führt Ihr Ansatz in die Irre. Herzlichen Dank, Frau Höger. Das Zweite, und das führt eigentlich auf die Ebene, wohin wir die Diskussion führen sollten. Die 260 Seiten zeigen sehr stark, wie der übergreifende Ansatz einer neuen Sicherheitspolitik Deutschlands funktioniert. Auch wir haben ja gelernt, auch die Bundesrepublik Deutschland ist nicht mit dem ganzheitlichen Ansatz, den seinerzeit Minister Jung entwickelt hat, auf die Welt gekommen, sondern
Die Bundesrepublik Deutschland hat seit dem Jahr 2014 mehr Verantwortung in Partnerschaft in der Region übernommen. Ich will das mal deutlich machen. Das Minsker Abkommen war eine europäische Leistung der Bundeskanzlerin, des Außenministers zusammen mit Frankreich gegen den Willen des US-Senats und des US-Kongresses, die eine Bewaffnung der Ukraine wollten. Das wollten wir nicht. Wir haben sehr klar deutlich gemacht, dass es darum geht, auf keinen Fall mit einer Militarisierung zu antworten, sondern mit einer Stärkung der Ukraine zivilgesellschaftlich und mit der Verhandlung, die wir geführt haben, die dann letztlich zum Minsker Abkommen geführt hat, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ein zweites Beispiel. Es war die Bundesrepublik Deutschland mit unserem Außenminister, den wir hier heute verabschiedet haben, der intensiv dazu beigetragen hat, dass das Iran-Abkommen so rechtzeitig ausgeführt und abgeschlossen wurde, dass es nicht zu präventiven Maßnahmen von Mächten in der Region geführt hat, sondern dass der Iran eingelenkt hat und sich zumindest für die nächsten 12 Jahre einem Kontrollregime unterzogen hat. Dass wir es hätten besser machen können oder dass es anders hätte werden können, wissen wir auch. Aber wir haben das Bestmögliche daraus gemacht. Und ein drittes Beispiel dieses übergreifenden Engagements ist, dass die Bundesrepublik Deutschland sich intensiv eingesetzt hat in Genf für Verhandlungen mit Syrien. Und es ist ein Erfolg der deutschen Außenpolitik, dass Saudi-Arabien und der Iran gemeinsam an einem Tisch saßen, zusammen mit Russland und vielen anderen. Dass das sehr zäh ist, dass wir uns mehr Verantwortung für Europa wünschen, das ist doch klar. Aber unser Vorgehen zeigt auch, dass sich die Bundesrepublik Deutschland nicht isolieren lässt und nicht verleiten lässt, auch nur in Ansätzen militärische Einzelgänge, Sondergänge zu machen, keine Sonderwege durch Deutschland. Und es zeichnet sich eben auch ab, dass durch die Verantwortung, die wir in den letzten Jahren erlernen mussten, 3 wichtige Eckpfeiler unserer Außenpolitik, was den Bereich des Militärischen angeht, fest verankert sind. Erstens, nie alleine, keine Alleingänge, es sei denn, es geht um den Schutz deutscher Staatsbürger, die wir evakuieren müssten. Zweitens, immer auf einer rechtlich einwandfreien Grundlage. Darüber können wir debattieren, darüber tauschen wir uns ja auch intensiv aus. Da kann man unterschiedlicher Auffassung sein. Aber unser Leitziel, möglichst mit einem Mandat des VN-Sicherheitsrats, zumindest aber mit Artikel 24.2 des Grundgesetzes und möglicherweise künftig auch im Artikel 87, ist für uns bindend. Und drittens, und das ist auch eine Lehre aus unserer Geschichte, die uns sehr nachdenklich stimmen sollte, wir wollen Militär nur dann einsetzen, wenn es der Bildung von Sicherheit dient. Und wenn es eingebettet ist, das militärische Handeln in ein übergreifendes sicherheitspolitisches Konzept. Deswegen haben wir uns nicht unmittelbar am Libyen-Konflikt beteiligt und seinerzeit unter einer anderen Konstellation auch nicht direkt im Irak. Es muss künftig darauf ankommen, dass die Bundesrepublik Deutschland dafür sorgt, dass wir in der Europäischen Union Verantwortung in Partnerschaft übernehmen und nicht isoliert werden. Und dass wir alles tun, dass Europa gemeinsam gegenüber Trump, der neuen Administration in den USA, agiert. Gemeinsam deshalb, damit die USA erkennen, nur ein gemeinsames Handeln transatlantisch auf einer Wertegrundlage, auf einer regelbasierten Grundlage, wird den Frieden in der Welt erhalten und nicht die Deals. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich will noch einmal klarstellen, dass wir hier keine Aktuelle Stunde haben. Wir debattieren eine große Anfrage, lieber Kollege Kiesbetter. Zudem liegt auch noch ein Entschließungsantrag der Fraktion Die Linke zur großen Anfrage vor. Und natürlich ist es jedem freigestellt, auch eine Zwischenfrage bei einer solchen Debatte zu stellen. Jetzt hat aber der Kollege Omlid